So, und willkommen zum nächsten FliveLP. Ja, nachdem ich jetzt seit 30, 40 Minuten so online bin und es einfach keine einzige Party gibt, und ich meine, es ist gerade halb fünf Uhr abends, sind haufenweise Spieler, ja, für Flive-Verhältnisse haben viele Spieler online, und Partys, keine Chance. Ja, das zerstört irgendwie so täglich immer wieder so meinen Plan, was ich eigentlich für Flive geplant habe. Und deswegen kommt auch noch relativ selten nur noch Flive, weil ich habe einfach nichts mehr zum Aufnehmen. Was soll ich machen? Ich kann hier in den Shop rumgammeln, mal Shops durchschauen, das werde ich heute mal machen. So im Hintergrund, nebenbei laber ich. Verkaufe Bildpoint-Equip für 8 Milliarden. Ach, ist ein Schnäppchen. Ja, auf alle Fälle. Ich weiß es nicht, aber. Ob ich das mit Flive noch länger so durchziehen kann, wert? Ich weiß nicht. Also im Moment schaut es kriegen wir echt so aus, als müsste ich innerhalb von den nächsten 5 oder 10 Folgen jetzt dann irgendwann mal abbrechen und sagen, okay, geht nicht mehr. Ja, zum einen immer so wieder 2-3 Folgen aufnehmen, bringt es einfach nicht in Flive. Du müsstest dann schon wieder ein, zwei Tage dafür, sagen wir mal mindestens ein Tag oder sagen wir mal 8, 16 bis 16, 12, 12 bis 16 Stunden oder so mal aufbringen am Stück, wo ich dann leveln müsste oder irgendwie sowas in Art, dass sich wirklich lohnt. Aber, ja. Wer ist das eigentlich? Oh mein Gott. Ich mache die Party raus und nehme von mir aus die Freundschaft an. Was ist denn das für ein Equip? Blade Equip? Night Hero, aha. Gemischt war. Ja, wie gesagt, im Moment leveln geht nicht, farmen geht nicht. Und mehr kann ich im Flive nicht machen. Ja, das ist schon relativ schade, aber wie billig das hier ist. Aber was willst du machen? Ich meine, beziehungsweise was könnten wir machen? Es ist ja, wir haben im Prinzip keine andere Chance, wir haben keine andere Möglichkeit, jetzt irgendwie das Großartige jetzt hier, was weiß ich, zu machen. Haben wir nicht. Ja, das macht auf alle Fälle sehr, sehr schwierig, das Ganze, und ich weiß nicht, ich will eigentlich mit Flive nicht aufhören, weil es halt einfach doch so ein bisschen von früher her, und ja. Aber andererseits wird es ja gerade schon sehr, sehr langweilig im Moment, und ja. Einfach so ein bisschen das Problem. Um es einfach mal so ein bisschen zu verdeutlichen, also ich sehe da, das kommt vielleicht gerade noch jeden zweiten, jeden dritten Tag ein Live-Video zur Zeit. Und hat einfach im Moment halt aus dem Grund. Ich meine, klar, ich könnte es natürlich noch länger online bleiben, also erst ganz am Abend aufnehmen. Ganz am Abend, ja. Genauso gibt es dann später am Abend halt einfach, was weiß ich, so 7, 8, 9. Wäre vielleicht dann die Chance auf eine Party noch ein bisschen höher, aber ich habe zum einen nicht die Zeit, zum anderen nicht die Lust. Und zum anderen kann ich nebenbei nichts machen. Also ich müsste praktisch die ganze Zeit hier vorm PC sitzen und den Shout durchlesen. Und das dann über Minuten, Stunden, keine Ahnung. Nee, also auf alle Fälle, das geht irgendwie auch nicht. Und gegen Abend, wenn dann bei mir wieder jeder zu Hause ist und so, dann ist es relativ laut und ja. Du sagst das stuff, oh mein Gott. Ja, auf alle Fälle. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich das weitermachen soll oder ob ich das weitermachen soll. Ja, ist einfach sehr, sehr schwer, und auch Tom hat zur Zeit, oder ist generell so fast gar keine Zeit mehr wegen Schule und so. Ich glaube, jetzt 11. oder 12. Klasse, und das ist natürlich jetzt auch sehr, naja, sehr zeitintensiv, sage ich jetzt mal. Ob ich 15 Millionen, und ja. Ich bin gerade irgendwie so ein bisschen hin und her gerissen, irgendwie zwischen aufhören von heute auf morgen, andererseits weitermachen. Aber ich meine, glaube, ihr könnt durch leveln und irgendwann später. Ja, was macht es denn nicht wirklich? Ich meine, glaube, ihr könnt es irgendwie mit einem eigenen Party in einem Tower rumgeiern oder so, aber im Ernst, das macht doch keiner mehr.
Dann hätten wir innerhalb von 10 LPs vielleicht 5%, 2%, 3%, keine Ahnung. Ja, ist auf alle Fälle gerade sehr schwer. Ich meine, wenn es natürlich mal ein Flyer irgendwie mal, wenn sie mal ändern würden, dass man halt irgendwie immer Prozent oder immer die gleichen Prozent kriegen würde, ohne, egal ob mit oder ohne Party. Das wäre mal was, was im Flyer sehr, sehr, sehr wichtig wäre. Oh, eine Sackknacke, lol. Ja, das ist, ich finde, das, ja, das stört ja ziemlich stark den Spielspaß. Und auch die Partyskills und so, klar, die sind jetzt natürlich eine Goldgrube im wahrsten Sinne des Wortes. Aber, tja, das zerstört im Prinzip das Game. Ich meine, wenn man immer, egal ob mit oder ohne Partyskills, beziehungsweise wenn das Partys und so abgeschafft werden würde, oder vielleicht Partys nur für Raids oder für Dungeons und so, und die Droprate trotzdem immer die gleiche wäre. Also praktisch, dass jeder immer die gleiche Droprate hätte, als hätte er Partyskills. Das würde ich eigentlich sehr, sehr sinnvoll finden. Und ich weiß nicht, ich hatte mal so eine Idee, dass wir in den Kommentaren irgendwann mal, ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon machen sollen oder so, mal schauen, sammeln wir einfach haufenweise Ideen, was wir in Flyfall halt gut finden, was nicht so gut. Und ich würde das Ganze alles in ein Video zusammenbringen, vielleicht sogar mit anderen YouTubern, und das dann ernsthaft an Chibutaito schicken. Und dann mal schauen, wie die drauf reagieren, ob die drauf reagieren, was ich ziemlich hoffe, weil ich würde mal sagen, ich schließe mich dann vielleicht auch mit anderen YouTubern noch zusammen, vielleicht zu anderen TGN dann. Gibt es einige, die auch Flyfall zu playen, zumindest ein paar. Und ich denke mal, die nervt es ganz genauso wie mich, also. Ja, es gibt echt nichts, nur Crap. Eins der Zeug, das kein Schwein braucht. Ja, auf alle Fälle, das ist auf alle Fälle so ein bisschen meine Idee. Nehmen wir es raus. Hat er eh keinen Sinn. Ja, ansonsten, wenn die drauf reagieren, würde ich sagen, oder vielleicht sogar was verändern dann dadurch, wäre ich auf alle Fälle bereit, live weiterzumachen und, das sage ich jetzt nicht so, nur so, das ist ernst gemeint. Und ansonsten schaut's für Flyfall, beziehungsweise danke fürs Schild übrigens an ja, niemanden. Ja, auf alle Fälle. Ja. Wenn die drauf reagieren, wie gesagt, dann werde ich Flyfall auf alle Fälle weitermachen und wenn nicht, dann würde ich das Ganze mal sehr in Frage stellen und würde dann eher mal so Flyfall mal so ein bisschen zu den, ja, ich würde sagen, zu den Toten spielen, also ein bisschen wie soll ich sagen, so einen Glock hatte ich früher auch mal. Der ist sau nice, aber ich habe ihn leider nicht mehr von denen. Verliehen, verschenkt, naja. Ja, auf alle Fälle, also im Kopf habe ich vielleicht so ein bisschen mehr und mehr so zu den Toten spielen so gelegt. Und ja, ich meine, hier sind zwar schon einige Shops und so, aber keine einzige Party nach fast einer Stunde, also ja, einer Stunde springe ich hier rum, schau hier rum, aber es ist einfach nichts. Tja, ansonsten ist es erst bei 8 Minuten, deswegen weiß ich jetzt gerade auch nicht, was wir da genau machen könnten. Gebt mir irgendeinen Tipp. Wir haben nichts zum Farmen, wir haben nichts zum Geld verdienen, wir haben nichts zum Löffeln. Ich bin planlos. Jetzt muss ich nochmal so ein kurzes LP draus machen, wie lang war das alte? Das letzte war 16,5 Minuten. Ja, ich mache jetzt heute 9 Minuten LP draus, ich habe keinen Plan, was ich sonst machen, sagen oder tun soll. Kein Plan. Da kann ich jetzt einfach echt nur sagen an der Stelle. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten LP.